Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Vipers mit mir Lekemans Play. Ich habe die beiden schon alleine foliert, Singleplayer halt und nicht aufgenommen. War ein bisschen langweilig gewesen, weil ich nur die beiden foliert habe. Wir gucken jetzt, ob die schon gegärt haben. Deswegen steht unser Beinhänger, den wir haben. Denke ich gerade. Wo genau das steht. Na, ich weiß schon wo. Nämlich hier. Das tun wir die mal ab. So. Wir haben jetzt die 105 Abonnenten geschafft. Richtig geil, ich habe mich riesig gefreut. Da wird noch was zu kommen. Das heißt Abo-Special. Ich lasse mir noch was einfallen auf jeden Fall. Was Cooles. So, dann gucken wir jetzt mal. Habe ich mich hinten am Feld hingestellt, weil das nicht extra transportieren noch. Die ganzen Beine. Vielleicht so nach und nach abholen. Da stehen. Mal kurz gucken. Ein Prozent, okay, es kann Jahre dauern. Nicht Jahre, Tage. Okay, wir werden trotzdem mal unten gucken. Können wir verstehen, lassen die Beine, die stehen ja keinen. So. Nee, stehen mich alle da, genau da. Stören sie keinen. Komma vier, Gott. Na gut, dann kann ich es ja hier lassen. Und dann steht sie nicht unnötig auf dem Hof rum. So, na ganz ruhig hier. Zurück zum Hof direkt. Wir müssen jetzt nur ein Feld düngen. Und dann darauf sehen. Das ist hinten Feld 1. Mussten wir noch machen, das haben wir vergessen. So. Gucken wir mal. Hier den Motor aus. Stammen uns unseren anderen Fendt. Das müsste reichen. Dann fahren wir mal los. So, dann
wo ich so ein bisschen reden will über die LS-Community. Ich habe von lieben Kavon halt ein Video geguckt und so, hab sogar, dass die LS-Community also im Arsch ist und so, und da muss ich eigentlich vollkommen zustimmen. Den lieben Kavon, ich gucke ihn echt gerne. Das ist einer meiner Lieblings-YouTuber dazu. Aus dem LS-Segment und so. Auf jeden Fall muss ich ihm vollkommen zustimmen, dass das. Dass die LS-Community richtig im Arsch ist eigentlich, weil manche sind einfach zu. Also wenn man mal fragt hier. Also ich möchte über zwei Themen sprechen jetzt in dem Video hier. Aber LS-Community immer noch was anderes. Zum Beispiel, manche Leute fragen einfach nur Mods. Welche Mods sind das? Das sind das. Ich meine, die haben ja Google und da könnten sie doch eigentlich hier einfach mal Google in die Hand nehmen. Die Traktor LS15, dann musst du den Traktor, was ist denn das, welches Gerät das ist, einfach den Namen eingeben. Dann findest du den sicher ganz schnell. Und ich hätte auch keinen Bock jetzt, wenn ich jetzt in Russland bin und dann tausende fragen, ja, das sind immer auch gesagt, ja kommt, ihr habt Google, könnt euch selber googeln. Das ist ja auch so. Und da muss ich ihm auch schon verstehen. Wenn ihr es gesehen habt, dann müsst ihr mal auf seinen Kanal gehen, Carbon. Die letzten Videos, da spricht er offen, der hat offen drüber und alles. Die LS-Community und alles, also ist schon extrem. Boah, ModCloud ist noch ganz weit oben, das heißt, ich habe wirklich wie die Pest, ModCloud. Kein Respekt dafür, dass man das machen, einfach mal hochladen mit deren Namen und nicht mit dem Original-Link benutzen, also das ist schon eine Frechheit. Wer sowas macht, soll sich echt schämen. War sowas von. Ja, also, mich kotzt das persönlich auch an, Fragen, ja das und das, also, wo ist denn die Mod hier, wo ist das hier? Ich hatte es einfach mal selber gegoogelt. Muss ich mir einfach mal offen und herzlich sagen. Also es kotzt echt an. Und was hat noch? Ich habe halt schon ein zweites Thema jetzt noch, was ein bisschen länger sein wird, denke ich jetzt mal. Ich habe von Carbon halt einen Livestream geguckt gehabt, da hat er das hat er mal gespielt gehabt. City Skylines. Eigentlich ein richtig geiles Spiel. Hat Spaß, also ich habe ihn also begrüßt im Stream. Da hat auch Hey Lekrim geschrieben. Auch mal wieder da und so. Das hat er gesagt. Und ich dann so, ja, ich bin mal wieder da, ne? Da ging es los. Und zwar, dass ihm alle in den Chat geschrieben haben, dass er endlich mal hier LS15 spielen soll oder, ne, ein GTA. Alle so geschrieben, ja, GTA oder LS15. Er so. Er war voll. Also, erst bei City Skylines war total fröhlich gewesen und so. Hat Spaß zum Zugucken. Und dann haben alle geschrieben, ja, spiel doch mal GTA 5 mal wieder oder LS15 und alles. Und dann hat er halt. Spiel beendet, City Skylines, und ist dann einfach ohne Worte in GTA 5 rein, hat GTA 5 gezockt. Ohne auch mit irgendwas zu sagen, also. Habe ich den Stream auch nach 10 Minuten ausgemacht, weil ich keinen Bock mal zuzugucken hatte, weil es auf langweilig war dann. Der hat nachher noch ein Video hochgeladen am nächsten Tag oder übernächsten Tag, wo er darüber gesprochen hat. Über dieses Thema. Zum Beispiel, dass ihn halt, dass ihn Leute vorschreiben, was er spielen soll. Und wenn ich das Spiel jetzt, wie ich jetzt hier, als 15 halt wirklich oft spiele, das spielt für die Videos und so, habe ich auch keinen Bock mehr, so großartiges Work, also. So gesagt ist praktisch, wie er auch gesagt hat, großartig privat jetzt noch oder auf dem Stream LS15 zu spielen. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, ihr müsst die uns nochmal, also kann man verstehen, vielleicht mich auch mal, wenn ich später größer bin oder so, dass ich da keinen Bock darauf habe, LS15 zu spielen, wenn ich für Videos genug und oft spiele und dann noch einen Stream nochmal. Wenn es von mir selber kommt, dass ich selber LS15 spielen will, dann ist es ja okay, aber die Leute dazu drängen, dass die kommen, ey, spiel mal LS15, spiel mal GTA 5. Und immer ist es doch sein, also beziehungsweise unsere Entscheidung, was wir zocken wollen und was nicht, und das soll man nicht vorschreiben lassen von anderen Leuten. Da soll sich jetzt keiner angegriffen fühlen. So gesagt. Ja, und ich verstehe das auch nicht, warum Leute sowas schreiben. Wir sehen jetzt hier Weizen, Gerste. Na,
Sollst du schon anmachen, diese Maschine. Zum Beispiel ich jetzt gleich. Heute ist ja der 11. Wird gleich gegen 17:15 Uhr streamen. Dann entscheide ich gleich selber, was ich streamen soll. Ob ich halt ein bisschen als streame, Landwehrkanal oder ein bisschen ETS. Mal gucken. Ja, und es ist halt zum Thema von Carbonate wieder zurück. Ich finde es echt schade, weil, ja, ihr drängt halt Leute dazu und dann verlieren sie auch den Spaß an YouTube und machen dann keine Videos mehr. Und das ist halt scheiße, weil YouTube ist sowieso so ein kleiner Abfuckort gewesen. Soll ich sagen, so ein kleiner Scheißort gewesen, also jetzt auf momentan. Durch die ganzen YouTuber, die halt nur famegeil sind und sonstige Scheiße machen, klickgeile Tittenbilder als Thumbnail und so eine Scheiße. Das ist nicht YouTube und ja. Ich mache YouTube, weil es mir Spaß macht und nicht durchs Geld oder so, weil ich sowieso kein Geld damit verdiene. Weil ich 16 bin und nein, erstmal nicht. Vielleicht später irgendwann mal schalte ich mal diese Werbung ein, weil dann nur um zum Beispiel um das Mikrofon zu holen, neue Grafikkarte oder sowas, wisst ihr? Halt sowas, um bessere Qualität zu bieten. Und halt nicht aus, komm, ich brauche eine Menge Geld, komm. Ja, weil ich Spaß dran habe. Ich mal so, wie es auch sein sollte, Spaß an YouTube haben. Spaß an seinem Hobby. Ah, der Fan kämpft sich gerade schon wieder hier so hoch. Aber ich bin heute mal wieder leider alleine, weil keiner Zeit hat so irgendwie. Oder keiner sich gemeldet hat. Naja, egal. So. Aber ja. Ich bin so froh, dass wir jetzt die 105 Abos geschafft haben, weil ich bin echt stolz drauf. Das ging irgendwie so aus dem Schnell. Das ist Sonntag gewesen. Ich war beim Eishockey gewesen und dann bin ich halt nach Hause gekommen, hab was gegessen, hab nur telefoniert mit einer Freundin. Abends so und dann mache ich so auf, schreibt mir lieber Nussfeuer-LP, ja ey, du hast so auf einmal so die wie, hast so viele Abos bekommen. Das waren irgendwie 7 Abos, die ich dazu bekommen habe über Nacht. War schon extrem gewesen. Und dann habe ich erstmal richtig gefreut und so, als ich aufgestanden bin. Es war von Samstag auf Sonntag. Ja, von Samstag auf Sonntag war es gewesen, gell? Oder? Ja, von Samstag auf Sonntag. Heute ist ja Montag. Bin ich dumm. Ich verpeilt momentan ein bisschen. Na komm, V-Fend. Es gibt noch Neuigkeiten, das habe ich gehört vom Kumpel, der ist beim Fendt Vertragshändler gewesen, dass jetzt die neuen 900, also 900 Varios sollen MAN-Traktoren, also MAN-Motoren bekommen, wie die 900er-Serie. Den, wo der stärkste noch, den, also der hier aus dem Shop, kann ich mal zeigen, die Baureihe hier, mit wo der TMS, das also Tractor Management System, das erste Mal kam, mit der eckigen Motorhaube, die hier. Die haben ja auch MAN-Motoren gehabt und die haben so einen geilen Sound gehabt. Ganz ehrlich, das sind so eigentlich sogar die dazu mit zu meinen Lieblingsfan-Traktoren. Und die neuen Motoren jetzt sollen jetzt neue Motoren bekommen von MAN mit mehr Hubraum. Nichts geht über Hubraum natürlich, ne? Und da hat noch ein bisschen Leistung, weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall mehr Drehmoment, das ist klar. Durch mehr Hubraum und so, freue ich mich auch schon. Und die, warte, muss ich mal kurz Facebook aufmachen. Stand mich da drin. Ich muss es besser sagen. Wartet. Hier habe ich es, den Post aus der Love-Fan-Gruppe. 2018 sollen die
Dann wird er MAN-Motoren bekommen, mit mehr Hubraum. Ist er, weil die Trecker eine Optik, also neue Optik bekommen. Dazu hat er noch geschrieben, ich denke mal so ähnlich wie der 1000er, wie der 1000 Vario. Und die 800er und 700er Traktoren bekommen warte. Kommen vielleicht auch sie, also auch MAN-Motoren, da steht es auch noch nicht fest. Das ist noch nicht fest. Oder die kriegen die, oder die 700 und 500 Varios kriegen SISO-Motoren. Eco hat hier SISO aufgekauft, das ist ein schwedischer, glaube ich, schwedischer Hersteller für Motoren. Haben sie das aufgekauft, weil sie ja eh sowieso, Eco hat hier Eco Motors, glaub, wie heißt die? Für Eco Motoren haben sie ja selber. Ich habe mal durch SISO jetzt noch dazu aufgekauft. Können sie schon mal ein bisschen mehr da rausholen. Und ich freue mich schon mal, die neuen Motoren bekommen, die 800, die 900er sowie die 700er und so. Weil ich muss ehrlich sagen, in den kompletten Baureihen von 200 bis zum 1000 Vario gefallen mir die 200 Varios richtig schön, weil sie halt sehr klein sind, bieten trotzdem als stärkster in der 211 Vario 110 PS, das ist schon ordentlich, mit stufenlosem Getriebe, schon geil. Dazu Kabinenfederung, gefederte Vorderachse und so. Dazu gefallen auch die 500er, 700er Varios richtig doll, also beim 300, beim neuen 300er S4. Weil alle die 300 bis 1000 Varios haben halt die S4-Motoren, das heißt ja Tier 4 Interim, die neue Abgasstufe. Hier fallen mir echt die 300 war nicht so ganz, irgendwie muss ich mir mal also im Real Life angucken, wie die mir da so gefallen im Real Life. Aber die 700er und 500er sind echt der Geist, echt der Hammer. Und dann halt noch so, ja. Die 900er ist nicht schon, also 800er sieht irgendwie so komisch aus, finde ich. Ich finde den 900er sieht echt bulliger aus und geiler von der Motorhaube aus. Also richtig geil aus. Bulliger halt und beim 1000 Vario. Ich war so ein bisschen unentschlossen, wie beim 300er beim neuen. Steht auch nicht so fest, wie ich das aber so denke. Aber mein Lieblingstraktor wird immer vom Fendt bleiben. Der 700 Vario, 200 Vario. Bleibt das so. Auf den älteren jetzt so ein 280S, auch ein geiles Teil, geiler Sound auf jeden Fall. Und halt noch, weil wir einen haben, wir, und halt noch der Fanfavorit 7x16 Vario, die Anf also die ersten 7x Varios. Okay, wieso auch nicht die ersten, weil die ersten hatten kein TMS gehabt. Wir hatten damals noch einen 714er gehabt ohne TMS. Und jetzt haben wir einen 716er mit TMS. Der heißt jetzt nur noch Fan 700 Vario. Nicht mehr Favorit. Echt geiles Teil. Auf jeden Fall. Ja. Wir sind gleich schon hier fertig wieder. So, das abchecken. Dann mal wenden hier. Weiß nicht warum. Ich habe es schon mal öfters in der Facebook-Gruppe gelesen, dass sie so viel über die von die Panoramascheibe so irgendwas die scheiße aussieht, aber ich muss euch echt was sagen, wenn ihr da drin saßt, also drin si also gesessen habt im 700er und 500er Vario, so wie im 300er, der jetzt auch hat die Scheibe, das ist so geil, wisst ihr, weil einfach ihr habt so viel Glas vor euch und ihr könnt mit Frontlader oder generell so viel sehen, und wenn euch die Sonne stört, habt ihr so ein Sonnenrollo. Also so ein hat er hier auch drin. Einfach runterklappen. Geht natürlich noch weiter runter. Und dann ist das weg.
Es ist einfach echt geil. Also, die müsste man dringend gesessen haben, um das zu entscheiden. Aber außerdem her finde ich das trotzdem scheiße geil aus. Dann gut, das war's mit diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen könnt. Falls noch nicht, würde es mich echt freuen. Gebt ein Feedback. Schaut mal auf meinen Twitter-Account vorbei, alles verlinkt. Unten in der Videobeschreibung und meinen Twitch-Account. Würde mich echt freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Lucky Mats Plays.